herzlich willkommen hier zum LAFU-Expertentipp. Heute mit Ralf König vom SV Bennesdorf. Hallo Ralf. Hallo Xavi, grüß dich. Wir tippen zunächst einmal die Kreisliga Harburg. Da kennst du dich sicherlich sehr gut aus. Und da beginnen wir doch gleich mal mit der Paarung. Over gegen den TSV Winsen 2. Ja, Over gegen Winsen ist ja auch so ein bisschen ein Derby. Over letztes Spiel, glaube ich, auch verloren. Winsen ist ja noch gar nicht gewonnen. Sag ich mal ein 2-0 für Over. Okay. So, dann kommen wir auch gleich zu deinem Verein, den SV Bennesdorf. Und ihr spielt nächste Woche zu Hause gegen TV Meckefeld 2. Ja, da tippe ich natürlich meine Jungs eigentlich immer gar nicht. Weiß aber, dass wir gegen Meckefeld mit einer richtig guten Leistung aufwarten müssen, gerade bei den Altstars, die da in der zweiten spielen mit Bezirksliga-Erfahrung, Elias und alle. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg, aber tippen tue ich meine Jungs eigentlich nicht und werde das auch heute dabei belasten. Okay, das kann ich gut verstehen. Dann machen wir einfach mal weiter mit dem FC Rosengarten. Die treten zu Hause gegen den VfL Maschen an. Ja, Rosengarten und Maschen. Maschen hatten wir ja selber schon, da haben wir eine richtige Klatsche gekriegt, auch zu Recht. Mit Rosengarten kenne ich viele sympathische Mannschaft, finde ich. Und denke mal, dass Rosengarten da auch ihre Serie fortsetzt und mit einem knappen 1-0 da vom Acker geht. Ja, machen wir weiter. Und zwar Scharmbeck-Pattensen. Die treten an gegen den TSV Heidenau. Ja, TSV Heidenau, auch gute Bekannte von uns, mache ich Jürgen Töter ganz gerne. Und da denke ich mal, dass Heidenau da mit einem Punkt abhaut aus Scharmbeck 1-1 denke ich. Haben wir noch MTV Ludorf-Reudorf gegen die Saga, also Salzhausen-Galsdorf. Ja, MTV Ludorf-Reudorf, finde ich, ist eine richtig gute Mannschaft, habe ich im Pokal gesehen, gegen Rosengarten. Da aber mein Herz so ein bisschen für Salzhausen schlägt durch Olaf Langer, der ja jahrelang beim SV Bennesdorf gespielt hat, hoffe ich mal, dass der Tabellenführer einen Punkt abgibt und sag mal 2-2. Okay, dann haben wir noch TVV Neuwurmsdorf gegen den TuS Vlehstedt. Ja, Vlehstedt hatten wir ja letzte Woche. Sah ein bisschen eindeutiger aus, als das es war. Aber Vlehstedt finde ich zum Beispiel richtig stark nach vorne hin mit Bülent Tagac, der ist richtig gut. Und da denke ich aber trotzdem, dass Neuwurmsdorf sich da durchsetzt mit 2-1. Und zu guter Letzt haben wir noch die Paarung MTV Egesdorf gegen die Eintracht aus Hittfeld. Ja, Trainer Michi Krause, den finde ich richtig nett. Und dann sage ich mal, Michis Krause-Team gewinnt 2-0. Okay, vielen Dank, Ralf. Ja, gerne.